Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Trek 25th Anniversary. Ich bin Wehofner, euer Captain. Juhu! Ne, er sagt in dem Fall Admiral und ich befehle Kirk, was er zu machen hat. herzlich willkommen nochmal. Heute am Mittwoch um 16 Uhr. Wenn sich jemand fragen sollte, warum sich jetzt natürlich Star Trek von Dienstag auf Mittwoch verschoben hat, kann ich euch sagen, das hat programmplanerische Natur und ich habe mir gesagt, wenn wir schon die Retro machen, dann steigen wir in Retro ein, weil damals so 1989, 1990 kam Star Trek auf Sat 1. Damals hieß es im deutschen Raumschiff Enterprise und kam dann, wenn ich mich nicht irre, um 17.45 Uhr mittwochs. Das habe ich damals immer jede Woche aufgenommen. Oh ja, das war noch Zeit, hör mal. Oh Gott. Aber machen wir weiter. So, wir warten mal gewesen. Wir sind hier. Letzte, warte mal eben. Zulu, mach mal die Schilde runter. Wir müssen uns gleich mal runterbeamen. Lauren Shields, Captain. Sehr schön, mein Kleiner. Ja, dann, wie gesagt, hier parkt hier ein romulanisches, Dingsbums hier. Romulanischer Bird of Prey. Im Orbit der Station Arc 7, wo wir gleich hin müssen. Und wir haben ja in der letzten Folge auch noch gegen einen selbigen Bird of Prey der Romulaner gekämpft. Ja, ich würde sagen, bevor wir uns aber jetzt auf die Station beamen, fragen wir erstmal Spock um Rat. Sensors indicate a breathable atmosphere in the space station. It seems that whatever Arc 7's intentions, it managed to create a biohazard that is deadly to Romulans. 17 humans and 10 Romulans are on the station. The humans are all in perfect health. So it seems we can beam over without any fear of contamination. So, und dann werden wir noch den Computer um Rat befragen. Was sagt er uns zu Arc 7? Arc 7, a highly sophisticated arcology project looking into the origins of life in the universe. The project is being led by Dr. Carol Marcus, who, along with a crew of 17 members, is dedicated to unlocking the mystery of life. Further information is classified. Falls uns hier wenn uns der Name Dr. Carol Marcus bekannt vorkommt, ja, mit ihr kommt Kirk später zusammen und beide haben dann einen Sohn, nämlich David Marcus, und das könnt ihr alles dann im Film Star Trek 2 Der Zorn des Khan nachsehen. Gut, dann würde ich sagen, wir beamen uns frisch und frei auf Arc 7 rüber. Spock, ab in den Transporterraum. Scotty, du hast die Brücke. Dr. McCoy, bitte in den Transporterraum. Und dazu bitte ein Rothemd. Und dann sage ich mal, ab in den Transporterraum. Auf für dich, Kirk. Scott, you have the car. Mr. Kyle, beam uns mal rüber. Bis später. Tschüss. So, jetzt sind wir auf Arc 7 angekommen. Und ich würde sagen, wir werden einmal schnell speichern. Weil wir wissen ja, zumindest die mein altes Let's Play gesehen haben. Ja, ersetzen. Oh, ist alles noch vom alten Let's Play hier, du. Warte mal eben. Machen wir wieder mal Arc 7 draus, damit wir dann, wenn wir mal scheitern sollten, hier wieder anfangen können. Weil jetzt geht nämlich alles ein bisschen schnell, weil, aber das finden wir gleich später raus. So, jetzt nehmen wir wieder Spocky und sagen, Spock, scan mal die Station durch. The main computer banks of the Arc 7. It looks like someone has recently been rummaging through the main databanks. Ich vermute mal, das waren die Romulaner. The main computer. Das hatten wir schon. Warte mal, alles jetzt mal gucken, wo eine rote Umrandung ist. Bim bim, da waren wir. Nothing to report. Spock hat nichts zu berichten. Nothing unusual is detected. Okay. Und dann haben wir ein paar Türen. Nothing to report. Nothing to report. Gut, dann würde ich sagen, dass Spock mal kurz den Computer bedient. So, Spock, einmal dahin bitte. Spock, check out the station's computer and see what you can dig up. Dr. Marcus Long. Supplemental. Continued testing of the Ouroboros virus confirms its potential harmful effects on Romulan Vulcan humanoids. As soon as the spill has been cleaned up, we will sterilize both labs and purge the circulation system to make sure no traces of the virus will remain viable. Then all research files must be erased.
We must leave no chance that this terrible accident will ever be repeated. Ooh. Doctor, you may be interested in the medical data file appended to the log. Warte mal, dann klicken wir Pille an und Pille geht auch zum Computer. Now that's interesting. There's more here. All of Dr. Marcus' research data on the Ouroboros virus. Let me see. Virus growth patterns. Pneumonococcal mimic affecting Romulan Vulcan genotype. Alveoli involvement in... Boy, Jim, this bug works fast. Is this really the time to catch up on your reading, Doctor? Now listen here, you pointy-eared... Gentlemen, I think we have more pressing problems. Jim, there is an appended medical database online. Also, it would be useful for me to experiment on how the virus grows in the presence of different gases. I'm sure the station has the necessary equipment. Okay, also, die haben wir mit Viren experimentiert, die Romulan angreifen, so eine Art chemische Kampfgas. Und ja, dummerweise werden auch Vulkanier davon angegriffen, weil Vulkanier und Romulaner stammen von demselben, ich sag mal, Ursprungsvolk ab. Beide haben gemeinsame Wurzeln, wie wir später in Star Trek The Next Generation rausfinden werden. Und ich würde sagen, Pille, scan mal Spooky durch. The virus affects the Romulan Vulcan genotype, Jim. All life signs are normal. All life signs are normal. All life signs are... Okay, warte mal, dann talken wir mal kurz eben. Nothing unusual here, Captain. Though the station's computer may be able to tell us something. Haben wir schon. Nice view of the Romulan ship, how comforting. This is a very dangerous situation, sir. We should proceed with caution. Strange that the bridge is empty. Stay sharp, everyone. The station's computer system might give us some answers. Okay, wenn man nicht weiterkommt, ab und zu mal die Leute fragen. So, wir gehen mal in den Raum rein. Und ich finde das geil, dass die Streitgespräche zwischen Spock und McCoy eingebaut haben hier. Wie eine Serie. Einfach nur geil. So, warte mal. Jetzt müssen wir. Komm, Kirk, du gehst jetzt hier hin und machst Uff. Weil da drin ist eine Antigravitationseinheit drin. Die brauchen wir später, um was zu transportieren. So, jetzt achtet mal. You take the anti-grav unit. Und versteck sie in meiner kleinen Hosentasche. Och, ist das nicht schön. Oh Mann. Ja, ich glaube, Kirk ist in Wirklichkeit Q. Und ja, das verrät er uns nur nicht. So, mal gucken. Dann können wir hier eben mal sagen, scannt mal eben alles durch, was hier ist. Nothing to report, Captain. Nothing to report, Captain. Nothing to report. Nothing unusual is detected. Nothing unusual. Ja, okay, also hier ist nichts Ungewöhnliches, alles in bester Manier, deswegen talken wir mal kurz mal zu allen. This is an outstanding facility, Captain. This room is very defensible, Captain. If things get nasty, we may want to retreat to here. Go bother Spock. This is the kind of place he likes. Well, gentlemen, I believe this equipment may be of some use. Okay. Well, gentlemen, I believe this so, damit sind wir hier fertig. Und wie gesagt, was Kirk alles in die Hosentasche reinstecken kann, meine Herren, nee. Wetten? Also die kann er, glaube ich, auch gleich mitnehmen. Aber jetzt noch nicht. So, und ich finde das geil, was man bei Adventures alles reinsteckt. Hör mal, Eimer mit brennender Lava und ich habe keine Ahnung, was alles. So, jetzt würde ich sagen, wir scannen noch einmal hier die ganzen Räume durch. So, Spock. There are multiple culture samples of the virus within the freezer, Captain. Da müssen wir gleich rein. Nothing to report, Captain. Da reportet er nichts. Warte mal, was ist hier los? A Cryogelion II basic compound distillator. Excellent piece of equipment for reducing complex materials to their basic compounds. Alles klar. A Cryogelion II. Hatten wir? Was ist das? A Hawking neutrino accelerator. It is one of the finest in production today. Und das da hinten? Residue of a viral agent is still within the... Nothing to report. Okay, das war das. Ja, jetzt werden wir mal kurz zum Freezer gehen und sagen, Kirky Boy, mach mal Uff hier. The freezer unit is too large to take. Ach ja, nee, guck mal, der ist genauso groß ungefähr wie die Antigrav-Einheit und du kannst den nicht in die Hosentasche packen. Du sollst ja auch öffnen, Kirk, und nicht hier den Freezer mitnehmen. Warte mal. The freezer unit is too large. Oh, das hatte ich im alten Let's Play auch gehabt. Da musst du hier pixelgenau irgendwo draufklicken. The freezer unit is too large. Kirk, aufmachen. The freezer unit is too large to Leute, das sind so kleine Ungereimtheiten, die mich hier im Spiel ein bisschen annerven. So, beim dritten Mal habe ich es dann auch geschafft im alten Let's Play. Das weiß ich noch.
The freezer unit is too large to take. Kirk, du sollst einfach nur aufmachen. Nein, du sollst ihn nicht nehmen. Wir müssen da aber so, Kirky, du. You fail to obtain any. The freezer unit is too. The freezer unit. Mach den Mist auf. Ich weiß da eigentlich jedes Mal davor. Ey, das kann doch nicht sein. Und uns kackt gleich Spock ab. Warte mal eben.